Hallo Volleyball-Freaks, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Volleyball für zu Hause. Und in diesem Video dreht sich alles um das Thema Blocken. Bis gleich. Willkommen zurück und wir legen auch schon direkt los, denn Blocktechnik hatten wir in unserer Reihe Volleyball für zu Hause noch gar nicht. Deswegen wird es auch mal Zeit, dass wir mal etwas zum Thema Block machen. Und alles, was ihr dafür braucht, ist einmal euch selber und eine schöne Wand, wie diese hier. Da diese aber nicht lang genug ist für mich hier, haben wir nachher die Location gewechselt. Das werdet ihr gleich sehen bei den Ausführungen. Und wir starten direkt mit der ersten Variante. Das beginnt im Stand. Ihr stellt euch quasi vor die Wand. Ich stelle mich jetzt mal seitlich hin, damit ihr es besser seht. Macht die Ready Position mit den Armen. Ja, also Ellenbogenlänge Abstand zur Wand, beziehungsweise dann die Wand ist im Prinzip euer Netz, wäre euer Netz, wenn ihr in der Halle seid. Und dann geht ihr leicht in die Knie und macht quasi den Sprung nach oben, schiebt dabei, ich mache es jetzt mal ohne Springen, schiebt dabei die Hände quasi gegen die Wand, nicht so, ja, dann seid ihr viel zu weit weg, dann könnt ihr niemals den Ball blocken, sondern so wie ihr auch richtig blocken würdet, so leicht über die Netzkante, beziehungsweise jetzt, wenn ihr die Wand dann vor euch habt, gegen die Wand drücken. Und achtet auch dabei darauf, dass unten natürlich die Beine auch insgesamt mit euren Händen wie ein C ergeben. Andere sagen Banana Position, habe ich jetzt in einigen Videos gesehen. Finde ich auch eine coole Bezeichnung dafür. Und das könnt ihr dann so bei euch im Hausflur zum Beispiel aussehen, so wie ich es hier gemacht habe. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr nicht zu tief in die Knie geht. Ja, wir sind hier in der Halle, nicht im Sand. Im Sand ist das eben verbreitet, dass man dann tiefer in die Knie geht. Hier kommt quasi der Schwung aus der seitlichen Bewegung, den wir dann hier in der zweiten Variante dann sehen werden, wo dann im Prinzip die Zusatzbewegung seitlich links sowie rechts dazukommt. Und ich habe hier versucht, einen Swingblock anzudeuten, ist jetzt nicht die perfekte Ausführung, nagelt mich also nicht auf die perfekte technische Ausführung hin. Dafür gibt es genügend YouTube-Videos, wo ihr euch die Techniken im Einzelnen angucken könnt und dann eben das versuchen könnt, hier zu Hause an der Wand nachzumachen. Und in der dritten Variante habe ich gesehen, kann man auch einfach schön den Ball mit dazu nehmen, ja, und dadurch, dass man ihn dann quasi an die Wand presst, wisst ihr auch, dass ihr halt den Druck, dass ihr die Hände auch rüberschieben würdet. So, das sieht dann auch so aus. Und probiert es einfach mal aus. Schreibt mir mal, wie ihr zurechtkommt. Ja, nach der einen Seite zu bewegen geht besser als zur anderen Seite. Müsst ihr euch mal, jeder hat eine Schokoladenseite, ist ganz normal. Dann eben auch die Nicht-Schokoladenseite ein bisschen kräftiger trainieren, um da einfach sicherer zu werden, um dann demnächst, wenn ihr wieder in der Halle seid, einen perfekten Block zu stellen. Das war es auch schon wieder von dem kleinen Block-Video für zu Hause. Mich würde es wieder interessieren, hat es euch gefallen? Wenn ja, lasst auf jeden Fall wieder ein Like für mich da. Schreibt Lob, Kritik, Anregungen, Fragen in die Kommentare. Ich beantworte alles sehr gerne und freue mich immer auf Feedback. Und ansonsten, damit ihr die nächsten Volleyball für zu Hause Videos hier nicht verpasst, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, dein Volleyball-Freak Steffen. Tschüss.